Die Kinder sind versorgt, die Wohnung strahlt blitzblank. Der Einkauf ist erledigt, zwischendurch noch schnell zur Bank. Jetzt hat sie sich kurz hingesetzt, nen Kaffee in der Hand. Ein perfektes Leben, doch gleich gerät der Schein in Brand. Ihr Mann schleudert sie grundlos voller Wut gegen die Wand. Die Stille explodiert in 100.000 Einzelteile. Um sie herum türmt sich die Hölle auf. Ihr Körper liegt am Boden eine unendliche Weile. Seine Tritte nimmt sie weinend in Kauf. Jede ihrer Tränen treibt ihn weiter an, hat zuzuschlagen. An ganz bestimmten Stellen, an denen man nicht sieht. Vor dem nächsten Vorschlag wollte sie nach Gründen fragen. Nur keinen Grund, den gibt es dafür nie. Sie hatten mal geschworen, bis dass der Tod sie scheidet. Gott fühlt sich alles leblos an, am liebsten wär sie tot. Es hört nie auf. Für ihn ist sie nur Abschaum, eine ganz miese Sau. Es hört nie auf. Ein riesengroßes Dreckstück, darum schlägt er sie jetzt blau. Es hört nie auf. Für ihn ist sie eine Hure, darum hat sie das verdient. Alle Türen sind weit auf, doch sie kann ihm nicht entfliehen. Er hält sie sich schützend vors Gesicht. Ihr Puls rast wild, ihr Herz schreit laut. Er findet immer eine Lücke, Rücksicht kennt er nicht. Sein Wahnsinn treibt ihn an, dass er immer weiter haut. Die Nachbarn nur noch hilflos, die Angst drängt sie zurück. Alle macht er klar, das geht niemand etwas an. Sie hören ihre Schreie, sehen den Hass in seinem Blick. Er droht ihr Leben zu beenden, ihr seid auch noch dran. Sie hatten mal geschworen, bis dass der Tod sie scheidet. Gott fühlt sich alles leblos an, am liebsten wär sie. Es hört nie auf. Für ihn ist sie nur Abschaum, eine ganz miese Sau. Es hört nie auf. Ein riesengroßes Dreckstück, darum schlägt er sie jetzt blau. Es hört nie auf. Für ihn ist sie eine Hure, darum hat sie das verdient. Alle Türen sind weit auf, doch sie kann ihn nicht entziehen. Nach außen waren sie den Schein, heile Welt in Perfektion. Nach innen könnte sie nur schreien, doch er hört nicht auf zu drohen. Wenn sie sich trennt, bringt er sie um. Du bleibst hier lieber auf, wann hört es auf? Du bist nicht alleine, viele andere teilen dein Schicksal auch. Wann hört es auf? Wann hört es auf? Lass dich bitte helfen, nur dann hört es für immer auf.